Quatsch mal wieder mit ihr. Wir haben so wenig jetzt mit ihr geredet. Ist schon ein bisschen... Alles cool, nimmt sein Joghurt mit. Hey, lange nicht mehr gesehen. Wie lange lebst du denn hier schon? Ach, schon ein paar Tage. Ah, hab dich gar nicht gesehen. Ah, das Spiel kenne ich, habe ich auch schon durchgespielt. Fußball durchgespielt? Ja, Fußball habe ich auch schon durchgespielt. Der Endboss war richtig schwer. Ah, wie animiert, ey. Jetzt werden mich einige Eltern. Aber daran kann sich FIFA eine ganze Scheibe abschneiden. Bumm. Dislikes. So, er geht pennen. Das war's schon. Aber wenigstens geht er im Bett mal schlafen. Ist hier Anfängerturnieren teilnehmen. Kann jetzt an Anfängerturnieren teilnehmen? Videospielfähigkeit. Hä, warum soll ich die denn auswerten? Das verstehe ich nicht. Ah. Witze schreiben, Musik üben. Witze schreiben, okay. Ah, ich verstehe. Nein, oh! Entschuldigung. War der falsche. Ach nee, das war. Ach so, ach, das war ja er. Was ist das denn hier? Machen wir mal das hier, oder? Mann, was ist gute Torwerte sind, die da alles halten können. Ach, 25% erledigt. Die besten Möglichkeiten, um die Höhenleistung zu verbessern, sind gute Laune zur Arbeit zu gehen, Tagesaufgaben erledigen, gute Beziehung mit Kollegen unterhalten. Ah. Aber ich spule mal ein bisschen vor. Ich habe mal eine Idee. Soll sie mal hier ein bisschen machen? Weil wir jetzt go to work. Das heißt, wir können mit zur Arbeit gehen. Ich habe es auch noch nie probiert gehabt. Aber wir können es ja einfach mal probieren. Wir können es ja mal versuchen. Es ist ja jetzt nicht, dass es Schaden tut. Was macht er jetzt? Leschke, ich will uns heute zu lauschen. Ist nicht. Oh. Okay, wir denken mal jetzt, ach komm. Du musst zur Arbeit, du musst gut gelaunt sein. Beanspruchen? Was? Was? Katie hat bereits Anspruch auf dieses Bett erhoben. Wie geil ist das denn? Achso, jetzt haben wir bereits... Achso, ich dachte jetzt gerade, man muss sich jetzt um das Bett streiten. Das wäre natürlich... Das wäre witzig. Warte mal. Witze schreiben, Musik üben, abgeschlossen. Erreiche Level 2 der Gitarren- und Geigenfähigkeit. Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Okay. Ideale Stimmung inspiriert. Okay. Sollte er mal ordentlich ausgeschlafen sein, dann müssten wir theoretisch mit ihm wieder einen Beruf... Achso, läuft schon hoch. Berufsaufstieg haben, also eine Beförderung. Was muss man ja noch machen? Ach, wir müssen das jetzt noch auf den Stand haben von oben. Geh doch einfach schlafen, ey. Sag mal. War das ja gut zu wissen. Warte mal, der muss jetzt ein bisschen höher hier sein, weil der geht bei ihm sehr, sehr schnell runter. Ich will nur kurz gucken, wie das denn funktioniert. So, essen wir mal hier eine Milch. Trinken wir eine Milch. Und essen wir mal Cerealien. Ich spule das mal ein bisschen vorher. Das ist ein bisschen zu lange, Junge. Bin ich jetzt mal gespannt. Ach, warum ist das nicht abgehakt? Tagesaufgabe, Witze schreiben, Musik üben, abgeschlossen. Haben wir. Da ist ein Häkchen. Warum ist da kein Haken drin? Ideale Stimmung inspiriert. Wie kriegen wir die? Warte mal. Glücklich, glücklich. Richtiges Gericht, ziemlich lecker. Geschmeidig. Was haben wir hier? Ausgezeichnete Mahlzeit essen.
Date planen, okay. Wo war denn das? Da war doch irgendwie. Er ist verspielt. Das muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Das ist jetzt mir schon ein bisschen. Was ist das hier? Kameraoptionen. Ach nee, das wollen wir nicht. Oh, die heutige Post wurde zugestellt. Ah, so, so. Quatsch, schauen wir mal mit dem Postboten ein wenig. 345. Wow. Bezahlen wir mal die Rechnung. Bleibt uns nichts anderes übrig. Keine Ahnung, was wir bekommen. Ups. Wie sieht's mit ihr aus? Die müsste doch eigentlich. Oh, die hat immer auch noch Hunger, hat die hier. Also erstmal gehen wir auf Toilette. Verwenden. Dann. Immer das Essen zwar immer dasselbe, aber. Das ist jetzt nichts eigentlich Dramatisches, ne? Oh, du musst bald arbeiten. Oh. Okay, die kriegt keine Beförderung. Ach, die kriegt 48 pro Stunde. Ah, alles klar. Bei 9 Stunden ist es knapp fast 300. Oder ist sogar 300, ne? Ja. Mach hin, Vorsprung, Vorsprung, Vorsprung. Oh Gott, das hab ich jetzt. So, der Postbote ist mal voll von der Arbeit abgehalten. Ist immer gut. Oh, mir juckt die Nase. Oh, mir juckt die Nase. Oh, oh, oh. Jetzt kommt der Postbote auch noch rein. Was will er von mir? Oh, die ist zur Arbeit gegangen. Die ist nicht zur Arbeit gegangen. Ich krieg einen Affen. Oh, du kommst zu spät. Das gibt Ärger. Jetzt hör auf, darum zu wabbeln. Lauf, 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 lauf. Warte mal, wie kann ich jetzt. Kann ich jetzt eigentlich besuchen gehen? Wie kann ich jetzt eigentlich. Karriere? Hä? Job suchen, kündigen, Service arrangieren? Warte mal, wenn ich jetzt einfach rausgehe, was passiert dann? Ist hier noch auf Arbeit? Ach nee, das ist jetzt. Ich will mal gerne jetzt. Ich will. Ah. Hä, fleißig arbeiten. Aber. Ich würde gerne auf die Arbeit. Ich würde zur Arbeit gehen, aber geht das nicht? Das ist ja doof. Muss ich mal gucken, wie das geht. Ey, sag mal, musst du nicht arbeiten? Was ist denn hier los? Alle hier voll beim Chillen. Arbeit früher verlassen, ruhig angehen lassen. Keine Ahnung. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Warte mal, kann ich hier irgendwo hier klicken, klicken, klacken, klucken, klucken bei der Arbeit, ja. Aber ich würde auch gerne. Naja, gut. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, der muss auch noch futtern. Ja, schade, ich wollte eigentlich jetzt mit zur Arbeit fahren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Aber na gut, das ist dann wohl nicht. Ja. Kann man jetzt nicht ändern. Schade eigentlich.
Oder das geht, glaube ich, nur bei bestimmten Jobs. Polizei oder sowas, ne? War doch irgendwie so. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Was war jetzt hier nochmal? Ich muss mich ein bisschen überlegen, Alter. Ich bin gerade ein bisschen. Was ich jetzt hier machen könnte noch. Das wirft ja meine Planung alles über den Haufen. Und schon wieder ist er müde, ey. Der könnte den ganzen Tag wieder. Legt sich einfach mal schlafen und bleibt aber auch im Bett. Kann ich mal sein, dass er mal 3 Minuten schläft und dann. Ja, voilà. Nice. Super. Katie wurde befördert und ist jetzt null im Pro. Und ist jetzt null im Programmieren. Sie verdient jetzt 9 Dollar mehr pro Stunde. Was eine Stunde von insgesamt 47 7 Dollar pro Stunde ergibt. Sie hat den folgenden Bonus erhalten: 506 Computerfestplatte. Eine Computerfestplatte. Wie nice. Wo ist die? Weißt du, was machst du denn? Dann geh doch einfach mal duschen, mach dich mal fresh hier. Erfrischende Dusche. Gefällt mir. Großartig, dankeschön. Am Freitag um 10. Dann muss ich nochmal auf Toilettchen. Aber sonst geht's ja eigentlich gut. Aber Programmieren ist ihre Tagesaufgabe. Ba, 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 ba. Programmieren. Programmieren üben war, glaube ich, nur, ne? Programmieren, genau. Bleiben wir dabei einfach. So sieht eigentlich übrigens auch mein freier Tag aus. Ganzen Tag im Bett liegen. Oh, hier klingelt was. Schade eigentlich. Mich jetzt ein bisschen baff, aber na gut. Was schafft sich am Morgen? Hier klingelt doch irgendwas. Immer wenn ich vorspule, klingelt was hier. Was ist noch zum Klingelstreich hier? Ach hier. Hab gehört, dass in der Bar Ritternacht. Dass in der Bar Ritternacht. Ich habe gehört, dass in der Bar Ritternacht sein soll. Ach so, ich habe gehört, dass in der Bar Ritternacht sein soll. Sollen wir hin? Wie spät haben wir es? Machen wir doch mal was. Du hast Luft, also eine richtig anspruchsvolle, auf eine richtige Antwort. Boah, lass es einfach sein. Du hast Lust auf eine richtige Antwort, Spiel? Suche und baue noch. Wage einen Sprung von einem Sprungbrett aus 20 Meter Höhe. Oh, ich lädt aber ganz schön lange hier. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Ein Busch kann ganz schön praktisch sein, um sich zu verstecken oder darin Leute zu finden. Komm schon, geschickte Sims können die Schreinerbank verwenden, um einige Möbel oder sowas zu fertigen. Ah, ist ein Date hier also, ja. Klack, 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 heroische Edelleute, versammelt euch. Erscheint in eurer Rüstung bei der Ritternacht und erhaltet einen lohnenden Rabatt. Dag, Dag. Dag, Dag, hey Süße. Willst du mich verarschen? Will die mich verarschen? Die sagt, komm, das Ritternacht. Erstens ist hier nur ein Typ. Zweitens, sie lädt uns ein und verzieht sich. Was ist denn das für eine? Shuna, Sabot. Einmal Rost zum Mitnehmen, bitte.
Aber sieht schön aus, oder? Sieht richtig schön aus. Oh Gott. Dunder Wallake. Oh, Oberroth. Fim Day. Ubeli Butch. Dag Dag. Dag. Was macht die jetzt so? Ach, Schichtwechsel. Oh, wie cool. Das ist ja cool gemacht. Kannst du dich auch umziehen? Oh, Shushka. Nackt. Ich will auch so eine Ritterrüstung haben. Ah, hier. Ich bin schon gespannt, was jetzt hier passiert. Das ist ja cool. Oh, ist eine Frau. Oh. Ah, ich verstehe. Oh. Boah, hier kriegt man ja was geboten. Was? Hä? Ich wollte die Ritterrüstung haben. Nö. Sieh mal. Das wollte ich nicht. Ein Busch kann ganz schön praktisch sein. Schön. Dann lass mich doch jetzt ganz allein. Vermaledeit und auf Wiedersehen. Und so weiter und so fort. Timo! Nee. Schade, ich dachte, ich kann die Ritterrüstung dann anziehen. Schade eigentlich. Was ist das denn hier? Wie das aussieht, einfach, das sieht einfach so geil aus. Wo ist er jetzt hin? Ey, den finde ich nie. Der ist immer das oben. Batz, das habe ich nicht gesehen. Batz habe ich auch nicht gesehen. Ein paar Glasscherben rein. Kann ja nicht schaden. Naja, ganz nett eigentlich, ne? Was will der jetzt hier? Getränk bestellen. Was haben wir da? Ach hier, da. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Cool. Sipola? Oh. Mumba, Yali Goba. Rishi Pando. Oh. Klasse, und ich bin da voll der Außenseiter und voll außen so. Grants. Hallo, ich möchte gerne ein Getränk bestellen. Einmal Milch auf Eis. Die hat der richtige Skills hier. Ah, ist mir langsam zu doof hier, oder? Trinkt man ein Getränk noch raus und dann... Yasinarp. I am Bala. Yibsy.
für dich. Berosh. Oh, ja. Vipid Palifa. Gribbix. Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, ein bisschen sprachlos hier. Aber warte mal. Wir warten einfach mal das noch ab hier. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Boomu. Quazaru. Jongi. Jarb. Hobie Ray Sorsa. Wie lange dauert das jetzt noch? 23 Minuten. Aber wir können ja vorspulen. Ah, das war's schon. Wow, hat sich ja mal mega gelohnt.